Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Voice of the Deep Staffel. Wir sind immer noch in der Aurora. Ich nehme gleich weiter auf hier. Ich wollte eigentlich eine Pause machen, aber ich ziehe durch jetzt hier. Hopp, hopp, hoch. Und will... Aber eins wollte ich noch machen. Abspeichern. Das ist mir immer nicht heuer alles. Das ist schließlich Early Access und da ist schnell mal was... in die Hose gegangen. Pass mal auf. Wir holen uns hier erstmal was rein. Ein Nährstoffblock. Ein Fläschchen. So, habe ich noch mehr Nährstoffblöcke mit? Nee. Nehmen wir noch einen mit. Können zwar mehr brauchen für irgendwann mal, aber komm, Glastisch. Da hinten ist noch ein PDA. Ich glaube, ich muss... dann irgendwann nach Hause noch mal her mit der Motte und dann halt das Ding auch mitten ach, ich brauche erst, Mann, ich brauche so viel wieder, Mann, ihr wisst wieder, nee, ist doch alles kacke, nee, will ich jetzt nicht. Feuerlöscher nehmen wir mal noch in mit, das Bildchen noch mit hier noch mal reingucken. Oh, auf wieder gut, ich glaube alt au, au. Ja. Und Arschfabre. Wie sehen denn die PDAs jetzt aus? Irgendwie ein bisschen komisch. Oh, Vorspeisebase. Raumbeerensoße. Mhm. Hauptgericht. Cottage Pie, weiß ich nicht. Dessert Trockenobst mit Nüssen. Mhm. Lecker. Schmecker wie vom Zuckerbäcker. Halt, hier will da noch was. Irgendwas wollte er noch scannen hier. Einwandregal? Ach so, hier unten. Wollen Sie eine Öke mitnehmen hier? Wollen wir uns jetzt mal ein bisschen hier eben besaufen können? Nein. Nährstoffblock schon wieder. Es sind so viele Räume noch. Nährstoffblock. Alter, hier sind ein Haufen Kisten auf immer. PDA. Ja, Bettchen machen wir gleich. Meine Güte. Machen wir zu hier wieder ein bisschen alles. Mann, nachher mal hier ein bisschen Alttechnologien. Was? Achso. Klettern, Rohstoffe abbauen, erkunden, Bergen schweben. Der Krebsanzug gehört zu einer Palette von Mechs, die entworfen wurden, um den Piloten vor extremen Umgebungen zu schützen. Das Modell 3 ist die neueste Generation und wurde bisher nur von Altera für ihre eigenen hochwertigen Phasentor-Operationen eingeführt. Der Anzug ist vollständig von der äußeren Umgebung isoliert. Leistungsstarke hydraulische Gliedmaßen ermöglichen den Umgang mit Objekten und die maschinengetriebene Bewegung im Einsatzgebiet. Heckdüsen bieten Manövrierfähigkeit in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Zur Erleichterung der Ressourcengewinnung und fortgeschrittenen Erkundung sind eine Reihe von Modifikationen verfügbar. Der Braunanzug hüllt dich ein. Ja, haben wir noch ein bisschen Werbung hier. So, gib mal Bette. Noch eine Bank. Gibt's hier sind die verschieden groß oder was? Oh, Bild. So, was gibt's da drüben? Wenn wir uns mal reinlöschen. Hey! Fertig. Tata. Inventar voll. Wie waren das? Hier sind 6 Plätze drin. Warte mal. Alter, wie viel Medikit zahle ich denn mit mir rum hier? Und wie viel nimmt das Ding ein? 1, 2, 3. 6 Plätze, 9 Plätze und das sind nur 9er ein. Also. Pfff. Bringt das nicht wirklich was, wa?
Obwohl ich ja so ein Ding mitnehmen möchte. Gib mal die wieder kurz her. Machen wir off. Rein, rein. Rein, rein. Ja, das bringt, wenn die hier mal ein bisschen logisch denken würden, wenn das Ding, dass man hier noch was verstauen kann, wenn man das mitnimmt. Das ist ja Blödsinn. Weg. Hier kommt wieder. Wo ist denn der Scanner? Da. Eins. So. Der Gesellschaft. Ich habe jetzt keine Lust. Ich habe jetzt keine Lust. Eine Batterie schon wieder. Gut, ich könnte das. Warte mal, Vorrat öffnen. Kommen mir mal ein paar Batterien rein. Und dann haben wir. Gib die Tasche her. So, weiter geht's. Aber habe ich jetzt hier alles? Ja, ne? Die Betten sind die Hammer. Wir waren die gleichen. Gut. Will ich jetzt herkommen? Jetzt muss ich hier hin. Hier, Medikit. Ne, hau ab jetzt. Ganzen Arsch voll von dem Dreck. Batterie nehmen wir mit. Ich bin immer viel zu schnell hier durch, glaube ich. Ich renne hier in die Ding. Oh, da guck mal her. Bildchen. So, von da sind wir gekommen, denke ich mal. Ja, Bildchen. Ich werde wohl noch mal ein Täschchen tauschen müssen. Was sag ich jetzt noch, was da alles reinkam? Aber das will ich jetzt nicht, das will ich auch nicht. Vielleicht innen nehmen für die ganzen Bilder oder was? 1, 2, 3, 4, 5. Das können wir auch da erstmal reinmachen. Das auch, das auch, das auch. Und noch eine Batterie. Und dann kommst du mit. Zack. So, war das hier? Jetzt muss ich mal gucken mit die Codes nochmal. Daten Downloads, Codes, eigene Notizen. Ne, das Angebot. 1869, ne? Moment, ich muss mal schnell mal was machen noch. So. Gut. Also 1869. Sorry. 1, 8, 6, 9. Guten Tag. Was war denn nun? Was hat. Achso, gib mal die Mütze her. Das Bett. Ach, das ist ein großes, ja. Was ist jetzt hier? Das war ja, glaube ich, der Typ hier mit dem. Frauenanzug, ne? Kommt so mit. Das haben wir hier, haben wir alles durch. Müssen wir mal gucken. Da bin ich gekommen, haben wir gesagt. Ja, und hier brauche ich doch. Ich habe keinen Code mehr. Eine Null haben wir ja hier nicht, ne? Nee. Frachtraum. Ja, nee, da muss ich runter tauchen. Glaube ich. Oder in irgendeinem Live-Pod könnte natürlich auch noch was drin stecken. Ich weiß es nicht so genau. Ja, will ich jetzt da runter? Das ist die Frage, weil ich bin voll. Ich kann nichts mehr mitnehmen, also bringt mir das erstmal nicht so viel. Dann kann ich hier immer noch mal her. Das ist nicht so schlimm. Das mit dem Motte ist das Rucki Lecki. Sind wir hier hergekarrt.
bringt mir das, wenn ich da rumhirsche? Ich habe noch einen Platz, also das ist sinnlos. Dann mache ich mir lieber Mottchen noch einen Kofferraum oder so und dann irgendwann nochmal her hier. Wow! Oh ja, 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 weiter. Hüpf, hüpf, hüpf. Mal hier dürfte nicht runterkommen. Hier ist, kommt, ist oben nicht. Mal eh mal trinken. So, ich hoffe, hier war nichts mehr, ne? Ich kann da mal hier unten gucken, aber hier unten ist. Aua, aua, aua! Oh, Mensch, ey, muss mir das immer so erschrecken, ey, das Kotz. Ich müsste eigentlich nach Outlast Appenbrüter sein. So. Hops. Hops. Aber irgendwie ist ja in dem Spiel, es macht immer wieder Spaß, auch von vorne anzufangen, ne? Obwohl man ja nun eigentlich mittlerweile ein bisschen dann meistens weiß, wo was liegt. Ach, das alte Ding muss ich auch noch rausnehmen, da den Marker da von dem Teil da. So, warte mal. Ich mach mal hier nochmal schnell. Tut mir leid, aber ich muss das, ich habe immer Angst. Komm, Kopfsprung. da geht's nach Hause. Dann gib mal die 5. Ich habe nämlich Angst, dass ich hier fressen werde. Aber warum ist der jetzt hier hinten eigentlich? War doch früher, glaube ich, nicht, oder? Was macht der da? Scheiße, der hat mir mich abgeschnitten, die Sau. Sind die schlau geworden oder was? Fuck, Junge. Die Drecksau. Alter, lass mir Motte mal ausrissen mit Strom, dann komme ich. Den können wir uns nochmal wieder unterhalten. Wenn ich dir einmal die Zähne grillen, das kannst du wissen, du. Die Mistratte. Oxygen. Ja, stimmt. Ah, Mensch. Ich will endlich meine richtige Ausrüstung wieder haben hier. Nicht alle Furzlangen oben an die Luft musst. Mann, nee. Es ist schon manchmal nervig. Was soll das eigentlich sein hier? Könnt ihr mir das mal erklären? Ist hier irgendwas zum Scannen? Nicht wirklich, ne? Da geht's nach Hause. Warte mal, sind wir hier bei dem Gelsack? Nee, müssen wir. Oh ja, doch. Wo war denn das? Muss ich da echt weiter ran? Das war doch aber hier hinten irgendwo. Oder habe ich irgendwie was verpasst hier? Ja, ja. Boah, überall die Viecher drin hier. Was geht denn hier ab? Wo ist denn hier der? Ist das hier gewesen? Nee. Mach mal Licht an. Nee. Oh, na, das kann ja was werden. Bin ich ja schon wieder hier, ne? Nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Ja. Lassen wir erstmal. Gelsack brauche ich durchaus für den braunen Anzug oder ich weiß es nicht mehr. Also es ist erstmal egal. Hier vielleicht? Schon wieder hier runter. Jetzt hau da mal ab, ey. Oh, ey.
da seid ihr lästig. Ihr Mistbiester. Oder bin ich hier noch falsch? Das war doch so eine kleine Schlucht, wo die drin waren. Hast du hier was für mich? Was ist das da? Achso, Arschloch, Kack. Beißfisch. Ja, hier ist schon wieder einer. Oh. Ach, das sind eine hinterhältigen Drecksratten, Junge. Guck mal da, ein bisschen Quarz. Oxygen. Ja. Was nur hier? Was ruckelst du? Halt. Wo ist denn unsere Base? Weg. Nein, da ist er. Da. Wenn wir uns hier gleich mal noch einen Fressschrank reinbauen. Natürlich geht das nicht, weil... Aber warte mal. Doch, lass mal ein bisschen entleeren. Hier habe ich nichts, ne? Nein. Hier. Quarz habe ich gerade zweimal mitgebracht. Gib mir mal eine Tasche her hier. Halt. Oh, was ist da drin? Aha. Ja. Pass auf. Gehen das mal. Pack das mal wieder weg hier. Fünf. Ich brauche mein Construction Tool Werkzeugdingens hier. Ja, du bist doch gleich dran. Bleib mal ruhig. Ach, was will ich denn da? Das. Ich kann hier drinnen bleiben, weil mal ihr kommt mal gleich mit. Die beiden auch und das auch. Mann, komm her, ja. Da. Ich müsste mir vielleicht noch irgendwie einen Gang ranbauen hier. Oder zur Insel schwimmen. Mensch, ist so weit. Gut, mit dem Ding hier wird es vielleicht noch gehen, aber... Pass mal auf. Nee, was Quatsch, brauche ich doch gar nicht. Warte mal, was brauche ich? Och, Mann, ja! So, 5, bup, 5, da, Röhre, Segment, 2, kein Problem. Aber ich will ja sowieso hier lang auch noch. Dann können wir hier auch noch ransetzen. Ich muss diesmal mal das bisschen besser berechnen hier. Dass die Gänge immer gleich sind irgendwie. Dass ich nicht wieder von der Andockbucht sofort in mein Zimmer graue da. So, warte mal, jetzt gib mir mal noch so was. Und glaube ich noch einen Titan brauche ich. Und dann bauen wir hier erstmal noch ein Schränkchen hin. Wo ist er? Da. Die bleiben ja hier nicht. So, das. Was machen wir hier noch rein? Quarz kommt hier rein. Der Kladderadsch war hier drinne. Das. Multikulti-Kiste. So. Was war jetzt hier drin? Kommt mal alles raus hier. Ah. Das wird jetzt hier die Sani-Kiste. So, trinken, essen. Trinken können wir gleich mal wieder was. Dann brauche ich ja eigentlich noch eine für die Batterien und alles. Komm. Einmal Quarz. 5. Komm. So. Das machen wir jetzt hier rein. So. So, das Ding war jetzt leer, ne? Warte mal, den muss ich nochmal aufnehmen. Den muss ich mal sehen, wie ich die jetzt hier platziere erstmal, damit die mir nicht im Wege stehen. Ja, welche ist nur leer? Ich habe keinen Plan. Eins. Alt. Ja. So. Ist die leer?
Nee. Achso, es bleibt immer das gleiche jetzt auf dem Hotkey. Das ist ja gut. Zack. Die ist leer. Jetzt ist noch hier was drin. Alles Mögliche. So. Strom, 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 Strom. Na, wenn wir den Plunder hier auch erstmal alles mit reinschmeißen. Das Zeug hier alles so, so, so. Ja, genau. Hier haben wir schon mal eine Energiezelle für unser Möttchen gleich denn. Na, gleich ist gut. Ich habe gar keine Nährstofflücke mitgenommen, ne? Ich Horst. Na, ist egal. Hat ja auch keinen Platz mehr. Gut, dann sind wir in einer Folge. Diesmal ein paar Sekündchen kürzer als die letzte. Aber ist egal. Es muss ja nicht immer so lang sein. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen hoch da oder ein Abo oder beides, wie euch gefällt. Natürlich auch Kommentare würde ich mich freuen. Auch Kritiken oder was euch nicht gefällt, was euch gefällt. Schreibt es einfach in die Kommentare, wie gesagt. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.